Letztens habe ich beim Lego beim Klemmbausteine bauen ein bisschen durchs Internet gescrollt, um mal zu schauen, was in der Welt so abgeht. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen. Ja, okay. Genau. Dann wurde mir was in die Timeline gespült, wo ich laut aufschreien musste. Ach du heilige Heuschrecke! Violet hört mit YouTube auf? Und kam am Ende zu dem Schluss, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, mit MyLab aufzuhören, um ein Kapitel abzuschließen. Was ist wirklich? Heißt es dann, dass alle Videos gelöscht werden oder was? Natürlich wird auch dieser Kanal nicht gelöscht oder so, ne? Also, falls ihr mal nochmal nachschauen wollt, ob ein bisschen Alkohol gesund ist. Nein, ist es nicht. Scheiße, Mann! Ja, Leute, bei dem Format Das traurige Ende von haben wir uns ja schon viele Kanäle angesehen, die abgestürzt sind oder einfach ihr trauriges Ende angekündigt haben. Doch wenn wir uns mal ganz in Ruhe alle Videos ansehen, welche Gemeinsamkeit fällt uns dann auf? Dass du ausschließlich nur Männer in die Liste mit aufnimmst, weil du ein kleiner Sexist bist. Digga, das stimmt doch gar nicht. Ich hätte auch eine Folge zur Belle Delphine gemacht. Aber auch nur, weil du auf Pornos stehst. Ja, na und? Nee, was ich sagen wollte, ist, die meisten machen ja schon länger keine Videos mehr und sind halt eher, ich sag jetzt mal, Unterhaltungskanäle. Aber wir hatten noch nie einen Wissenschaftskanal und das ist doch... Also Leute, schnallt euch an, wir reisen wieder einmal in die Vergangenheit und schauen uns die komplette YouTube-Karriere von MyLab an. Wie fing alles an? Welche Schlüsselmomente waren nötig, um halt eben einen großen Durchbruch zu bekommen? Bis hin zu dem, ja, vor einer Woche verkündeten Ende. Und ich sag's mal so, beim Recherchieren war ich teilweise selber verwundert, was ich alles noch nicht wusste über MyLab, deswegen, ja, viel Spaß, das wird eine wilde Reise. Freunde des Mondes, holt euch einen Wodka, wir starten jetzt durch. Man müsste meinen, dass unsere Reise am 8.9.2016 beginnt, doch das war nicht der erste Auftritt von Mai auf YouTube. Denn ein gutes Jahr zuvor hat sie mit ihrem ersten Kanal, The Secret Life of Scientists, ihren ersten Versuch der Wissenschaftsvermittlung gewagt. Hallo, ich bin die Mai. Je suis Lame. Und das ist mein Channel, The Secret Life of Scientists. Oh. Und wer sich jetzt denkt, ui, wie süß sie vor 8 Jahren ausgesehen hat. Sie hatte damals schon seit 3 Jahren einen Doktortitel und war deswegen schulisch schon mal weiter voraus als 98,8% der Menschen, die hier zuhören. Und ohne Scheiß, ich finde die Videos für den allerersten Versuch sogar ziemlich gut. Also zum Beispiel hier ein Video, in dem sie den Spruch Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat richtig stellt. Alkohol löst zwar nicht deine Probleme, aber dafür eine Vielzahl polarer organischer Verbindungen. Ja, wie zum Beispiel meine letzte Beziehung. Ja okay, ist ja cool, aber was ist daran lustig, Digga? Hier hat sie in einem Dreivierteljahr über 1000 Abonnenten gesammelt. Wie die Aufrufe der Videos so waren, kann ich jetzt nicht sagen. Ich schätze mal halt einfach so ein paar hundert. Der älteste Screenshot, den ich von diesem Kanal finde, ist halt einer, da gibt es diesen Kanal schon seit 2 Jahren, aber selbst da sind die Aufrufe ja noch recht überschaubar. Von daher, wer weiß, ob Mai ein großer Teil von YouTube geworden wäre, wäre es nur bei diesem Kanal geblieben. Doch dann, 2016, kam Funk auf sie zu, um mit ihr zusammen einen Wissenskanal aufzubauen. Und das war zu einer Zeit, da gab es ja Funk selber noch gar nicht, da gab es gerade mal so einen Arbeitstitel. Das junge Angebot von ARD und ZDF. Ich schätze mal, die haben einfach gesehen, okay, hier ist jemand, der kann vor der Kamera sprechen, ist wissenschaftsbegeistert und hat auch einen Doktortitel. Lass sie mal an Bord holen, dass wir behaupten können, wir machen neben Cold Mirror noch irgendwie bildenden Content. Komm erstmal auf dein eigenes Live klar. Kadi, ich meine das gar nicht beleidigend, ich meine... gemeldet und blockiert. Und so entstand am 8.9.2016 der Kanal Schönschlau. Hä? Was? Wie bitte? Ja, der Kanal MyLab hieß nicht schon immer MyLab. Der ursprüngliche Name war halt Schönschlau. Das haben sie ja später geändert, was ich sehr gut finde, weil Schönschlau ist wirklich kein guter Name, finde ich. Die ersten Videos waren eher so für Dummies wie mich gemacht. Also sowas wie, wusstest du, dass man als Astronaut nicht rülpsen darf? Weil durch die Schwerelosigkeit muss man einfach nur kotzen und dann fliegt die Kotze nicht mal runter, sondern halt einfach so, ja, in der Luft rum. Und dass man seine Hoden nicht zu warm halten darf, weil sonst die Spermienqualität nicht so der Burner ist. Und auch, dass es mal sowas wie die Hohlerde tatsächlich auch mal gab. Okay, das letzte habe ich mir jetzt ausgedacht. Ich finde, man merkt voll, wie Mai halt eben noch alles komplett selber macht. Also sie hat ja noch kein Team zu der Zeit. Sie hat einfach den jetzigen Wissensstand mitgeteilt und auch offen zugegeben, wenn noch etwas unklar ist seitens der Wissenschaft. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ob Aluminiumsalze in Deos uns krank machen können. Das Problem ist, dass die Wissenschaftler derzeit nicht genau sagen können, wie viel Aluminium tatsächlich durch ein Deo über unsere Haut in unseren Körper gelangt. Und ich fand das halt damals eben schon sehr angenehm, einfach, dass man merkt, okay, es wird einem nicht mehr Wissen vorgegaukelt, als es halt momentan gibt. Aber Entwarnung, 4 Jahre später geht man davon aus, dass es ungefährlich ist. Wo ich glaube, die Verbraucher haben trotzdem keinen Bock. Also wenn man einmal was Gefährliches hört wie Bubble Tea macht Krebs, dann glaubt man einfach dran. In den ersten Videos steht Mai nicht immer vor der Cam, also manchmal gab es auch einfach Animationsvideos. Und auch die Länge der Videos variiert extrem, also merkt hier auch wieder ganz deutlich, am Anfang ist immer so eine Experimentierphase. Doch Anfang 2017 hatte MyLab schon 5000 Abonnenten geknackt. Was für ein Wissenschaftskanal bestimmt gar nicht mal so schlecht ist und ihr glaubt nicht, was für ein Pain in the Ass das war, diesen Screenshot zu finden. Denn die Kanal-URL war nicht blablabla YouTube-MyLab oder Schönschlau, sondern die sah damals halt eben noch so aus. Ich musste halt eben einen alten Link finden mit diesem kryptischen Code, um halt
gerade eben an solche Screenshots zu kommen. Aber ich habe es geschafft. Das hier ist der älteste Screenshot von MyLab. Also wenn das kein Daumen nach oben wert ist. Nein. Egal, 2017 ging es dann fröhlich weiter mit Videos wie zum Beispiel Warum küssen wir? Ein Video gespickt mit Fakten rund ums Küssen. Zum Beispiel wusstet ihr, was man vermutet, warum die meisten Menschen beim Küssen den Kopf eher nach rechts drehen als nach links. Das könnte vielleicht daran liegen, dass etwa 80% der Mütter ihre Babys an der linken Brust stillen. Diggi, wie sehr ich hoffe, dass diese Theorie falsch ist. Egal, mit diesen und anderen Videos erreichte Schön Schlau 10.000 Abonnenten und dazu gab es auch ein Special. Schön Schlau hatte jetzt 10.000 Abonnenten. Was sagen Sie dazu? Was ist Schön Schlau? Ich kenne Schön Schlau nicht. Kennen wir gar nicht. Ich kenne Schön Schlau gar nicht. Schön Schlau, was ist das? Boah, muss das scheiße sein. Mann, bin ich froh, dass man mich wenigstens mittlerweile kennt. Tim Unge und Mimi hat jetzt eben auch Zero Side, Tim Jacken und Brody TV. Hat der gerade Zero Side gesagt? Zero Side. Scheiße! Und im September 2017 bewies sie auch ihr Talent, live auf einer Bühne zu performen. Und wer interessiert sich schon für Naturwissenschaften? Richtig? Hey. Es gibt super viele Videos, über die ich gerne sprechen würde, aber komm, gehen wir zu 2018. Denn am 9. März gab es einen sehr großen Durchbruch für sie und zwar nur wegen diesem Video hier. Milch ist Gift. Ja, war das ein Aufschrei? Jeder Penner hat dazu ein Video gemacht. Unter anderem auch ich. Milch ist Gift. Was? Wie kann er nur Milch als Gift betiteln? Ja, Mann, man muss ja wahnsinnig sein, um sowas zu sagen. Am besten schneiden wir ihn einfach die Klöten ab. Ah! Und ja, auch Maya hat dazu ein Video gemacht, bei dem man meinen könnte, okay, jetzt sagt sie vermutlich, hey, Milch ist wirklich nicht so cool, denkt mal drüber nach, Leute, aber dem ist gar nicht so. Viele Dinge, die Milch immer vorgeworfen werden, ist wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht haltbar. Also, es gibt keinen Grund zur Sorge, dass Milch schlecht für unsere Knochen ist, aber es gibt auch genauso wenig wissenschaftliche Hinweise dafür, dass Milch gut für unsere Knochen ist, wenn wir bereits erwachsen sind. Aber guckt am besten das ganze Video, wenn es euch interessiert. Doch dann war es soweit. Der Kanal Schön Schlau wurde in MyLab umbenannt. Aber warum eigentlich? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte mich mit dem Namen Schön Schlau einfach nicht mehr identifizieren und mit dem Inhalt auch nicht mehr genug. Ja, die Videos sollten von kurz und schnell sich wandeln zu eher länger und dafür informativer. Und ich muss sagen, ich fand das eine gute Idee, weil ab da aus waren die Videos wirklich deutlich besser. Zum Beispiel ihr Video zu Made My Day, was wirklich extrem geil ist. Diese Made My Day-Seiten posten ja gerne mal so Fakten, die gar keine Fakten sind. Ein Mann lügt im Durchschnitt 6-mal am Tag. Am häufigsten belügen wir Kollegen, den Chef und die Partnerin. Wie möchte man sowas denn bitte akkurat wissenschaftlich bestimmen? Lüge! Boah, zum Glück mache ich sowas nicht. Das muss ja extrem peinlich sein. Wenn man so Fakten raushaut, dann stimmen die gar nicht. Wir machen weiter, Leute. Aber es gab auch plötzlich so spezielle Themen wie die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen. Weil ja, es gibt schon mal wirklich tendenzielle Unterschiede und ich finde sowas super interessant. Also welche Areale sind zum Beispiel größer oder kleiner? Bei Frauen sind die Gehirnhälften besser vernetzt, bei Männern eher die jeweiligen Gehirnhälften für sich. Also wirklich super interessant, das muss man mal gesehen haben. Aber Leute, seid vorsichtig, um jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen oder so. Also man kann es nicht jemandem Gehirn werfen und dann sagt man, okay, das muss offensichtlich mal ein Mann gewesen sein, das geht nicht. Wenn überhaupt, kann man nur sagen, ich gehe davon aus, das könnte jetzt ein männliches Gehirn sein, aber es kann genauso gut auch nicht sein. Aber was ist denn mit Transgender-Gehirnen? Kann man da irgendwas feststellen? Und was sagt die Wissenschaft, wie viele Geschlechter es gibt? Also, es gab ab da an wirklich zu allen möglichen Themen Videos, auch zum Beispiel eins über Cannabis. Was? Cannabis? Ja, wieso? Oh Mann, wann bubert's legal? Ach Martin, schmoll doch nicht. Bei Just Legends ist jetzt Happy 420. Was, wirklich? Ja Mann, der neue Booster von Just Legends. Purple Haze Mann, der schmeckt super lecker nach Blaubeere, Acai und natürlich auch Hanf. Alter, wie geil! Mit einem Single Tube kannst du 50 Booster mischen, die dich gut nach vorne pushen, dank natürlichen Koffein aus Guarana. Und für die Champions gibt's auch ein Collectors Bundle mit Shaker und cooler Box. Also klick auf den Link in der Videobeschreibung und hol dir Purple Haze, Mann. Bin schon dabei. Aber benutzt auf alle Fälle auch den Code CEO, weil dann bekommst du nochmal 15% Rabatt und unterstützt automatisch auch mich. Dafür bin ich auch, no joke, sehr dankbar. Okay. Happy 420, Mann. 420. Okay, sorry, machen wir weiter. An der Stelle wuchs dann MyLab super schnell von 100.000 auf 200.000 Abonnenten und damit wurde sie auch für wissenschaftliche Preise nominiert, die sie auch teilweise gewann. Zum Beispiel gewann sie den Grimme Online Award in der Kategorie Wissen und Bildung sowie den Publikumspreis, den Georg von Holzbrick Preis für Wissenschaftsjournalismus, erster Platz bei Fast Forward Science in der Kategorie Substanz, den Webvideo Excellent Award, den Webvideopreis Deutschland und sie wurde vom Magazin Medium zur Journalistin des Jahres 2018 gekürt. Hey, Glückwunsch. Ihr Bude muss ja voller Preise sein. 2019 erreichte sie dann 350.000 Abonnenten und sie brachte ihr erstes Buch raus, Komisch, alles chemisch, welches auch ein Spiegel-Bestseller war. Und hier kommt Video Nummer 2, was vermutlich auch gut viral ging. Rezos CDU-Zerstörung, wissenschaftlich geprüft. Lieber Rezo, du bist heute wissenschaftlich geprüft. Ach so.
Also deswegen der Titel krass. In diesem Video bezieht sie sich auf die ganzen Klimawandelaussagen von Rezo und guckt eben nach, stimmen die ganzen oder halt eben nicht. Es war definitiv gut gemacht von Rezo, nur kann halt eben Mai noch einige Punkte ergänzen und nochmal etwas genauer erklären. Aber egal, der Kanal MyLab durchbrach dann die 400.000 Abonnenten und dann die 500.000. Nichts schien diesen Kanal mehr aufhalten zu können, doch dann... Was? Wie das war's jetzt? Inwiefern kann man denn jetzt aufhören? Hat die was geraucht? Nein, sie ging in einen Mutterschaftsurlaub. Freunde, ich habe bisher 17 Kilo zugenommen. Damn, boy. Damn, boy, he's thick! Was bestimmt kein leichter Schritt war, weil gerade wenn ein Kanal gut läuft, dann will man den nicht links liegen lassen. Und sie lebt ja nicht nur allein von diesem Kanal, sondern hat auch noch ein großes Team, das ja dann auch irgendwie so einen Arbeitgeber weniger hatte. Aber ja, an der Stelle war dann ihr Kanal mit fast 600.000 Abonnenten einfach mal inaktiv für, ich glaube, 4 Monate sogar. Doch dann kam 2020, das Jahr, was uns alle zum Weinen gebracht hat. Koronski kam nach Deutschland und wer es nicht mehr weiß, viele hatten damals Hoffnung so, ja okay, jetzt ist alles scheiße, aber hoffentlich ist es so in ein paar Monaten rum. Ich hätte schon gerne einen geilen Sommer, so ist es nicht. Und ich glaube, die erste Ansage war auch damals, dass irgendwie nur bis Ende April oder so der Downlock gehen sollte. Achso, an der Stelle, ich benutze sicherheitshalber jetzt immer die falschen Wörter, weil so Koronski und Co., das mag der Algorithmus gar nicht. Doch genau dann kam MyLab mit einem Video um die Ecke, wofür sie die meisten Menschen kennen. Schon am 2. April stellte sie die Lage klar. Das war erst der Anfang. Ich fürchte, wir brauchen noch etwas Ausdauer. Noch. Ziemlich viel Ausdauer. Eine Prognose, die sich wirklich bewahrheiten sollte, wie wir jetzt alle wissen. Und natürlich, das Video ging übel viral. Schon nach 4 Tagen hatte das Video 4 Millionen Aufrufe. Und nach 2 Wochen dann 6 Millionen Aufrufe. Und natürlich, klar, mit so einem viralen Hit, da steigen die Abos super krass. Es müsste man meinen, klar, ab da aus macht man natürlich nur noch Videos zum Thema Koronski, weil wenn es Reichweite gibt, warum nicht? Dem ist nicht wirklich so. Also klar, das Thema war schon ziemlich präsent, also auch in der Welt und auch auf dem Kanal. Aber es gab auch noch genügend andere Videos zu anderen Themen, die auch sehr gut performten. Und so knackte sie schließlich im August 2020 die 1 Million Abonnenten. Und das muss gefeiert werden. Hallo? Ah, Frau Merkel. Ja, natürlich können wir die nächsten Videos besprechen. Sollen wir zoomen? Ach, Teamsen, weil Bill Gates auch dabei ist. Okay. Was ist eigentlich mit Bill Gates? Ich habe mich extra 3-mal chippen lassen und trotzdem bin ich immer noch fruchtbar. Was soll der Scheiß? Ach komm! Und mit ihren Werken gewann sie den Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation, dann die Goldene Kamera Digital Award für Best of Information, den Umweltmediapreis 2020, den Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen in der Kategorie Fernsehunterhaltung für Quarks. Was mal so nebenbei eintütet, ist ja klar. Ich meine, wenn ihr sehen könnt, welche Preise ich alle schon gewonnen habe hier. Damn, boy! Achso, und sie hielt noch das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 2021 ging es dann fröhlich weiter. Es gab ein Video über Heilpraktiker, wo man meinen könnte, okay, es werden diese Esoterik-Fuzzis wissenschaftlich auseinandergenommen. Aber nee, auch dem ist nicht unbedingt so. Also Wissenschaft muss nicht der Feind von Heilpraktiker sein. Ein Video über Glutamat, was ja angeblich ungesund sein soll. Das Thema Meinungsfreiheit bei dem Beispiel Wendler. Eine Persönlichkeit, die mich immer wieder fertig macht. Egal. Und hier ihr zweites Buch, was ich auch wirklich empfehlen kann. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ich hab's mir einfach, by the way, bei Spotify einfach mal angehört. Also das kann ich empfehlen. Und an der Stelle muss ich mal sagen, dass gerade bei solchen Videos wie Retten Veganer die Umwelt, wo man eben, ja, vieles erwartet und dann einfach sowas hört. 2/3 der Flächen, die für Fleisch- und Milchproduktion verwendet werden, sind eben solches Weideland, das für Veganer weitgehend nutzlos ist. In Sachen effiziente Flächennutzung gilt hier lieber Tiere als gar keine Nutzung. Das ist so erfrischend, so eine rein wissenschaftliche Sicht mal zu hören. Dass man einfach mal so einen Rundumblick bekommt und dann das Gefühl hat, man ist wieder so ein bisschen ausgerichtet. Man hat einfach eine Idee, was halt eben diese kleinste gemeinsame Wirklichkeit ist. Also hier von mir wirklich ein ganz großes Dankeschön an das MyLab-Team. Das ist wirklich großartige Arbeit. Dankeschön, Miquito es Sombrero. Und seit Oktober 2021 hat sie ihre eigene Fernsehsendung, nämlich My Things, die ich leider nicht so viel verfolgt habe. Ich hänge halt doch leider ein bisschen zu viel auf YouTube ab. Sie bekam die Theodor Heuss-Medaille, Lorenz-Ocke-Medaille, Hessischer Kulturpreis, Grimme-Preis, Aachener Ingenieurspreis und, sagen wir wie es ist, MyLab wurde zu einer der größten Wissenskanäle in YouTube Deutschland. Dr. Mighty Nguyen Kim. Die Meinung von Mighty Nguyen Kim. Dr. Mighty Nguyen Kim. Hallo? Hallo Elton. Trotzdem ist jetzt vor einer Woche das offizielle Ende von MyLab bekannt gegeben worden. Einmal, weil Kind Nummer 2 unterwegs ist und weil man sich eher aufs Fernsehen konzentrieren möchte. Immerhin macht sie nicht nur ihre Sendung, sondern ist auch bei Terra X mal dabei und eigentlich gefühlt überall irgendwie. Trotzdem, für YouTube ist es definitiv ein Verlust oder, um es mit den Worten von Mr. Wissen to go zu sagen, es ist halt wirklich eine Ära, die hier endet. Anders kann man das gar nicht sagen. Dass man vor Augen geführt kriegt, dass die Welt in vielen Bereichen viel besser ist, als man glaubt. Wissenschaft ist keine Demokratie, weil nicht eine Mehrheit bestimmt, was die stärkste Evidenz ist. In Wirklichkeit ist es so, dass die stärkste Evidenz eine Mehrheit hinter sich versammelt. Starke Evidenz schlägt schwache Evidenz. Ich glaube einfach dran, dass es besser wird und ich hoffe, dass meine Tochter mal mich fragt, warum wir damals so seltsam waren. Es ist jetzt auch alles egal. Das, was zählt, ist hier. Dann ist es fast schon ein bisschen beruhigend, dass die Welt nicht ganz so verrückt ist. Und darauf müssen wir jetzt einfach mal hoffen. Und das ist, glaube ich, noch so ein Optimismus, den wir gerade alle ganz gut gebrauchen können.
Leute, das Krankensupport da. Ich sage danke und dann bis nächste Woche. Euer CEO. Das ist Twitchy, Twitch-Song. Ihr habt gedacht, er würde echt nicht mehr kommen. Ich hoffe, ich werd für diesen Song nicht gestrikt. Doch mal ehrlich, nach 40.000 Likes wird's endlich mal Zeit. Oh, das Kartenspiel quasi. Es ist ein Spiel, in dem es sehr viel um Hass geht.